Gott, ich will meinen Funlovers von Mai und Juni. Ja, Juni machen. Ja, ich bin sehr, sehr hinten nach, ich weiß. Ich weiß. Es wird sich auch, glaube ich, nicht ändern. Zumindest hoffe ich, dass sich jetzt schon ändert. Fangen wir lieber gleich mal an, bevor wir wieder das Haarthema haben. Ja. Serien habe ich hauptsächlich Law & Order geschaut. Hauptsächlich. Jetzt habe ich gerade Schiss gekriegt, dass mein Hund schon wieder hinter mir ist. Ja, und auch also das normale Law & Order und Law & Order Special Victims Unit heißt das, glaube ich. Die zwei Serien gucke ich in Hülle und Fülle in letzter Zeit. Filme war im Mai nichts, aber im Juni. Im Juni hat nämlich auf Disney Channel, das habe ich mir bei meiner Mom drüben angeschaut, Aladdin Jafars Rückkehr gespielt. Und weil ich unbedingt den Film schauen wollte, wir kennen ihn noch immer auswendig, voll peinlich, habe ich ihn mit meinem Bruder geschaut. Dann habe ich mit Pitti den Aladdin im Kino geschaut und ich war so hin und weg und sie genauso. Also der Aladdin-Film, oh Gott, der ist wirklich toll. Der ist ganz, ganz toll. Dann habe ich mir noch die Mumie 1 und 3 angeschaut. Komischerweise hat es den zweiten Teil nicht gespielt, aber es hat 1 und 3 im Fernsehen gespielt. Habe ich mir angeschaut. Ich bin riesig großer, es war kein deutscher Satz, ich bin ein mega Fan von Brendan Fraser. Ich liebe diesen Schauspieler, der ist für mich, ja, einer der besten. Games habe ich jetzt nicht da, aber ich habe jetzt Final Fantasy 10 und 10.2 gespielt. Ihr wisst, wie die Verpackung ausschaut. Ja. Ihr habt sie, glaube ich, im letzten Video auch schon gesehen. Ich komme beim 10er Teil nicht so ganz weiter, weil ich eigentlich das Ferrobrett ablaufen will, bevor ich den Schluss spiele, was eigentlich eh bescheuert ist, weil ich ewig brauchen werde dafür, aber egal. Und beim 10.2er habe ich das Problem, dass ich dieses Ferrophone angucken muss und ich habe darauf keinen Bock. Das ist mega öde mit dieses Ferrophone. Ja, also irgendwie das mit dem Sphärophon, das ist nicht so mein Ding. Mir gesagt, wenn ich ein paar Sachen vergesse zu machen, was mir auch ein paar Mal passiert ist, kriege ich das und das nicht und dann muss ich es nochmal durchspielen. Ich denke mir immer, so ging es mir nämlich beim Kingdom Hearts, wie denn das heißen? Birth by Sleep, genau. Da ging es mir genauso und da war ich auch schon sehr genervt und jetzt fängt es auch wieder an, mich zu nerven. Also lang hält es nicht und es nervt mich. Ich bin gerade noch mehr genervt, ja. Es hört einfach nicht auf. So. Dann steht hier YouTube und Musik. Jo. Da steht auf jeden Fall die Song Contest Lieder. Ihr wisst ja, ich bin ein riesengroßer Song Contest Fan. Und heuer waren die Lieder ein bisschen... Nee. Und ich habe mich megamäßig aufgeregt, wer gewonnen hat. Aber das mache ich eh jedes Jahr schon. Schweden hätte es einfach verdient, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, ja. Schweden hätte es mehr verdient. Dann im Juni habe ich noch immer die Song Contest Lieder, glaube ich. In Sergej Lazarev habe ich sehr oft gehört. Da war ja wieder heuer dabei und ich habe mich so drüber gefreut, dass der wieder für Russland dabei war. Nur ich finde es immer so schade, dass sie ihm nicht einmal einen Sieg gönnen. Ich würde den so den Sieg gönnen. Das Lied, was er gehabt hat, das war mega. Und die Aladdin-Songs natürlich, dieses Speechless hat es mir voll andern. Das singe ich jedes Mal in der Badewanne. Mein armer neuer Nachbar. Bücher. Ja, also ich habe mir endlich die Bände kaufen können zur Hölle mit Enra. Einen habe ich schon fertig, also den Dreierband habe ich schon durch. Ich müsste nur noch den Vierer lesen, dann wäre ich fertig. Aber ich war ja auch arbeiten und da hatte ich irgendwie keine Zeit zu lesen. Ich bin nämlich eh relativ weit, also... Ja, also ich würde es eigentlich durchschaffen, wenn ich mich nicht mal anstrengen würde. Das hier. Ich zeig's euch nur in den Funlovers, weil ich drüber reden will. Mir hat das überhaupt nicht gefallen. Es war so ein, am Anfang so ein gemischtes Gefühl. Da steht der Besuch aus der Vergangenheit. Ist der Titel von dem Buch. Ich kann schon nicht mehr reden. Einfach nein. Also es waren nicht viele Seiten. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, du liest das schnell durch. Es ist auch auf Österreichisch geschrieben, weil da steht hinten auch noch eine Übersetzung für ein paar Sachen. Könnt ihr hier sehen. Ich hoffe, man sieht's. Das fand ich so witzig. Aber das Buch war mega scheiße. Ich will ja nicht spoilern, ja, aber ihr braucht sowieso den Scheiß nicht lesen, weil das war ja mega kacke. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt noch jemand hat, das Buch.
Da ging es halt darum, dass eine alte Frau die kleine Lena besucht. Beziehungsweise die ganze Familie wird von denen besucht. Von dieser Dame. Jetzt kriege ich wieder Schluck auf, sehr schön. Und das Problem war, man hat am Ende nicht erfahren, warum. Weil da steht ja, also sie haben immer Andeutungen gemacht, dass die Dame irgendwas... ich glaube, dass es vielleicht ihre Schwester war oder so, ich weiß es nicht. Aber irgendwie finde ich das komisch, dass sie das nicht aufgelöst haben, warum die alte Dame bei denen war. Hat mich mega angepisst. Wie ich fertig war mit dem Buch, war ich sowas von angefressen. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Oder ich glaube schon, je nachdem, wie man es nimmt. Dann habe ich hier Beauty-Favoriten. Es sind relativ wenig, muss ich ehrlich zugeben. Den habe ich ja leider schon leer, den habt ihr ja erst vor kurzem in dem Aufgebraucht-Video gesehen. Aber ich habe mich richtig in den Duft verliebt. Hat man ja auch in dem Aufgebraucht-Video gesehen. Der ist so gut, der Duft, aber ich habe eh so viel und deswegen, ja. Aber den mochte ich echt gern. Der war wirklich, der war echt gut. Und normalerweise mag ich ja keine Paco Rabanne-Düfte, aber der war wirklich gut. Dann als einziges Make-up-Produkt habe ich nur die zwei. Habe ich auch jetzt gerade wieder oben, weiß nicht, ob man es genau sieht. Ich mische die zwei immer jetzt. Ich habe jetzt den Chez Lamé Highlighter oben. Bist du deppert, Grümelte? Habe auch schon wieder ein Hit the Pan da drinnen. Und drüber gehe ich aber noch mit dem Mini Mary Luminizer. Ich habe den auch in groß, aber ich habe mir gedacht, ich fange zuerst den kleinen an, weil ich glaube, der geht schneller leer. Und ich glaube, ich habe auch echt, wenn man sieht, schon ein paar Gebrauchsspuren oder auch nicht. Jetzt. Ja, aber ich finde die Kombi echt gut und der Mary Luminizer alleine schon echt gut. Oh, ich habe doch nicht nur ein Beauty. Ich habe noch eins, also beziehungsweise Schminkding. In meinem Hit the Pan, glaube ich, war das, ja, habe ich ja die Palette herzeigt. Und ich habe jetzt irgendwie die Phase, da die ganzen Farben aufzubrauchen. Werde ich, glaube ich, versuchen, die Palette aufzubrauchen. Ich habe mich eh schon lang genug grün geschminkt und vielleicht probiere ich mal, die leer zu machen, weil das sind eh nur ganz kleine Lidschatten drinnen, also, und ich habe ja schon... 4, weil der andere ist mir damals rausgebrochen, 4 aufbraucht und ich glaube, ich könnte es schaffen. Wenn ich mich wirklich anstrenge und vielleicht 4 Farben jedes Mal mische, könnte ich es schaffen. Mal schauen. Oder ich werde zuerst den Ton in der Lidfalte verwenden und dann den. Mal. Und ja, ich muss noch überlegen. Aber ich will die aufbrauchen. Ich will es schaffen, die leer zu machen. Ist ja auch schade, weil sie ist ja gut. Ich mochte die Miss Lim Paletten eigentlich immer. Dann als letztes Beauty-Produkt habe ich die Lancaster Sonnenpflege. Ich habe auch die fürs Gesicht, nur weiß ich jetzt nicht, wo ich die Hintern habe. Und deswegen zeige ich euch jetzt nur die für den Körper. Das ist das einzige, wo ich ein bisschen Farbe bekomme. Normalerweise kriege ich gar keine Farbe. Jetzt in letzter Zeit ist mir die Farbe bekommen eh schon wurscht, weil ich habe schon abgehackt, jemals knackig braun zu sein. Das ist mir schon sowas von wurscht, aber ich mag den Duft von der. Ich liebe den Duft von der. Ja. Und es ist noch ganz viel drin. Das ist bis hierhin noch voll. Also ja, aber ich mag sie wirklich gern. Also wenn Sonnenpflege, dann kann ich euch Lancaster echt ans Herz legen. Weil ich mag es sehr, sehr gern. So, kommen wir zum nächsten. Da steht Fashion. Schauen wir mal, ob ich da irgendwas... Habe ich gar nichts geschrieben. Sehr professionell. Dann steht Essen. Da steht Pizza und Karottenkuchen. Ja, das ist der Karottenkuchen von dem Reitturnier von Lynn. Von den träume ich noch immer. Der war mega, deswegen habe ich noch einen Favoriten drin. Und da steht im Juni die rote Waffel, die ich euch in dem Food-Tagebuch gezeigt habe, von der ich auch sehr lange geredet habe. Also die war auch mega. Mega Waffel-Teil. Essens-Dingsbums. Trinken. Ich habe häufig diese Water Drops probiert. Ich habe jetzt leider kein Beispiel da, aber viele werden die eh kennen von den Höhle der Löwen. Außerdem machen ein paar YouTuber ja eh schon Videos drüber. Ich mag sie. Ich mag es wirklich gern. Also es bringt mich ein bisschen mehr dazu, Wasser zu trinken, weil ich ja so ein Faulenzer bin, was Wasser trinken betrifft. Dann steht hier noch Eis die Kirsche und der war wirklich gefährlich in dem Monat, Juni. Und Pago Melone Mango, das ist auch urgeil. Aber auch sehr gefährlich. Zuckerbomben hoch 10. Ja, also im Mai habe ich mich eher ans Wasser trinken gehalten und dann hat das leider wieder aufgehört und dann habe ich, ja, Eistee und so Scheiße getrunken. Sonstiges. Da ist die Nadine ziemlich oft gefressen worden von Tieren oder angesprungen worden von Tieren. Aber ich finde das Video ist echt lieb worden. Dann Song Contest 2019. Der war ja nicht so toll wie die anderen, aber auch okay.
Und dann steht Kino mit Pitti und das war auch voll toll, weil den Aladdin müsst ihr euch anschauen. Also wenn ihr euch den angeschaut habt, müsst ihr mir unbedingt in die Kommentare schreiben. Da ist schon wieder irgendwas geflogen, ich krieg gleich einen hysterischen Anfall. Also, da müsst ihr mir unbedingt in die Kommentare schreiben, weil ich war sehr begeistert und die Pitti genauso. Und ich freue mich schon auf König der Löwen, der ja diese Woche rauskommt. Also auf das freue ich mich mega. Ja, das war's eigentlich mit dem Fun-Lover. Es ging eigentlich relativ schnell, aber ich habe nur zu schnell gelabert. Bloß keine Anfall kriegen. Ihr könnt es mir gerne mal schreiben, ob ihr den Aladdin schon gesehen habt. Jetzt verschwindet auch noch die Sonne. Heute ist kein guter Drehtag. Ja, oder was euer Lieblingsprodukt in den letzten 2 Monaten war, könnt ihr mir auch gerne schreiben. Und das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!